Hallo zusammen, hier ist Pavel und ich befinde mich jetzt gerade in Heide Park Soltau. Das ist ein Vergnügungspark mitten in Norddeutschland, sehr groß, sehr interessant mit verschiedenen Attraktionen. Also hier fahren viele Achterbahnen, Karussellen und so weiter. Hier gibt es Bahn der Dämonen oder Flug der Dämonen. Das ist eine ganz neue Geschichte, wo man tatsächlich mit Dämonen fliegen kann. Und ja, nicht nur das, auf jeden Fall ganz viele interessante Sachen. Und fotografisch bietet Heide Park Soltau natürlich auch einiges. Ich bin jetzt hier den ganzen Tag rumgelaufen und habe verschiedene Motive aufgenommen von Achterbahnen, Seen, verschiedene architektonische Meisterwerke. Hier gibt es sogar Miss Liberty, die ist zwar ein bisschen schief, also die ist umgekippt, weil sie nicht brav war, ja. Aber das ist egal. Auf jeden Fall gibt es hier einiges, was man sehen kann. Warum bin ich hier? Zum Fotografieren, klar, aber nicht nur das. Ich bereite jetzt einen Workshop vor am 21.06. Fantasy, Action und Composing. Das heißt, ich werde mit euch durch Heide Park laufen, fotografieren, die Kameraeinstellungen erklären. Da fahren gerade Leute, die werden jetzt runterfallen ins Wasser. Ja. Kameraeinstellungen erklären und dann werde ich zeigen, wie man aus gemachten Fotos richtig schicke Composings macht. Hier gibt es interessante Kulissen, interessante Details, wie ich schon gesagt habe, architektonische Sachen. Also das passt sehr gut für Composings, weil solche Details brauchen wir unbedingt. So, jetzt schreien Sie. Warum schreien Sie? Weil Sie gerade ins Wasser fallen. Das wussten Sie noch nicht, aber ja, ha, hallo. Aber das macht auf jeden Fall riesen Spaß. Ich werde das nachher auch machen. Ja, und nicht nur das, also wir machen nicht nur Workshop, sondern es gibt natürlich was ganz Interessantes, eine Überraschung. Wir machen auch einen Fotowettbewerb, also ihr kriegt eine Hausaufgabe, das heißt die Fotos, die ihr hier aufnimmt, macht ihr zu Hause durchschauen und dann macht ihr ein Composing. Diese Composings werden eingereicht und der Gewinner bekommt vom Heide Park Soltau eine Prämie und zwar eine Jahreskarte. Das ist natürlich ganz toll. Außerdem werden die Fotos natürlich bei uns in der Webgalerie veröffentlicht und vielleicht sogar auf der Webseite vom Heide Park Soltau. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, also Workshop findet am 21. Juni statt. Wir haben schon viele Anmeldungen, ein paar Plätze sind noch frei. Also wer noch dazu kommen möchte, kann das gerne tun über unseren Shop. Also die Webadresse wird jetzt gleich eingeblendet. Und jetzt zeige ich euch ein paar Highlights, die ich jetzt hier gesehen habe, die ich fotografiert habe. Und dann ein paar fertige Aufnahmen, damit ihr seht, was wir alles hier bekommen können. Ich befinde mich jetzt gerade hinter dem Hotel Port Royal und das sieht aus irgendwie so wie eine kleine holländische Stadt. Bisschen Wasser, eine Windmühle, schöne Häuschen, aber hier steht kleines Mutti, also das ist nicht holländisch, sondern das ist doch wahrscheinlich norddeutsch. Ja? Und ich finde diese Architektur hier richtig authentisch, kann man sehr schöne Fotos machen. Hier würde ich wahrscheinlich nicht mit dem Standard-Zoom-Objektiv arbeiten, sondern steige auf Weitwinkel um, damit das Ganze richtig toll rüberkommt. So, ich stehe jetzt hier vor so einer Attraktion, das heißt die Krake. Also ich liebe Kraken, wenn sie auf dem Teller sind, aber wenn sie so sind, dann können sie ganz gefährlich werden. Und wir haben jetzt gesehen, die Leute fahren mit so einer Gondel nach oben und dann werden sie noch ganz fies abgebremst. Und dann kommen sie richtig in den Rachen der Krake. Böse Sache, ja? Und dann kommen die Wasserspritzer und irgendwie komischen Dampf. Also es ist wirklich sehr spannend. Und das würde ich natürlich fotografieren, weil aus dieser Krake kann ich mir vorstellen, irgendwelche tolle Composings zu machen. Aber da kommen sie jetzt gerade. Die wissen noch nicht, was mit denen passiert. Aber wenn sie jetzt hier runterfahren, dann wird das richtig geil. Also hier kann man natürlich so fotografieren, im Stillstand. Oder wenn wir jetzt in Action fotografieren wollen, dann würde ich ISO höher drehen. Und ja, dann gucken wir mal, dass ich jetzt die Leute einfach hier im Freifall fotografieren kann, sodass sie sogar scharf bleiben. Coole Sache, ja? So, jetzt gucken wir mal. Jetzt, oh, das wird jetzt heftig. Jetzt werden sie schreien, ja? Ja, und so ein Splash am Ende, das hat natürlich was, ja? Und vor allem diese Konstruktion, ja, da kommen sie jetzt zurück. Wow, wow, richtig schön, wir machen das jetzt auch, ja? Und dann am Ende werde ich diese Konstruktion einzeln fotografieren, weil ich kann mir vorstellen, dass man daraus ein Composing macht, wo richtig viel Dramatik drinsteckt.
habe schon gesagt, Details sind ganz wichtig und in Heide Park Soltau gibt es sehr viele Details. Und auf diese Details gehe ich jetzt auf die Jagd. Ja? Ich bin froh, dass ich diese Linse mitgenommen habe. Und Gegenlichtblende hilft nicht nur gegen die Sonne, sondern auch gegen den Regen. Das ist ganz wichtig. Ihr seht ein paar Tröpfchen hier. Spritzwasser geschützt. Die Frisur habe ich mir schon ruiniert. Aber das ist egal. Ich habe jetzt eine Jolle oder ein Schiff gefunden. Ist zerbrochen, war schlechte Qualität. Aber genau solche Details sammle ich. Ja? Ich werde jetzt fotografieren und hole das Ding ganz nah ran. Ja? Ich gucke jetzt mal, welche Brennweite ich brauche. Ja, ich komme ganz schnell auf die 400 mm. So, zwei Teile. Und ich fotografiere die Teile einzeln. Ja? Dann habe ich bessere Auflösung. Die sind dann praktisch bildschirmfüllend. Und die kann ich freistellen und dann zum Beispiel in die Wüste schicken. Und alle freuen sich. Es ist natürlich jede Menge Freistellerarbeit. Aber willst du bei mir vielleicht Praktikum machen? Nein, du auch nicht. Zu Recht, weil ich mache euch fertig mit dem Freistellen. Aber ist egal, ich mache Freistellungsarbeiten selbst. Und nicht nur sowas, also hier gibt es auch ganz hübsche Laternen. Da steht eine, die kann ich auch ganz wunderbar nah ranholen. Zack. Die sieht sehr gut aus. Und die können wir dann vielleicht auch für irgendwelche Composings benutzen. Auf jeden Fall ein Paradies für die Leute, die hier was zum Freistellen Details suchen. Ja? Und jetzt gucken wir weiter. Also hier gibt es nicht nur Karusselle, sondern ja, alles Mögliche. Also ich bin gespannt, was für Motive ich noch finde. Und ich denke, da kann ich alle Brennweiten auskosten, die ich dabei habe. Weitwinkelobjektiv, Standardzoomobjektiv und Telezoomobjektiv. Ganz interessante Details kann man überall finden und auch bei schlechtem Wetter fotografieren. Jetzt regnet es gerade. Ich habe das zwar nicht bestellt, aber gut, das ist Schicksal. Auf Hochdeutsch heißt das Shit Happens, ja. Aber jetzt kann ich mit Weitwinkel diesen Torbogen fotografieren und dann in irgendein Composing einbauen. Das macht riesen Spaß. Gibt es natürlich sehr viel Freistellungsarbeit, aber gut, wenn wir was Schönes haben wollen, dann müssen wir das machen. Und ich warte jetzt, bis die Leute alle durch sind und mache ein paar Fotos, richtig zentral, mit 14 mm Brennweite und dann passt das ganz gut. So, jetzt schauen wir mal. Regenschirm habe ich nicht. Ich hoffe, dass ich nicht zu viele Tropfen auf die Linse abkriege, aber wenn, wir beherrschen Kopierstempelwerkzeug. So, dann gucken wir mal. Ich bin jetzt hier in so einem schönen Pavillon, das könnte irgendwie Jugendstil sein, aus Paris oder aus Barcelona. Also die stehen überall in Europa und hier steht so ein Pavillon um so einen Turm. Und dieser Turm hat ein Geheimnis. Auf diesem Turm ist eine Aussichtsplattform befestigt. Die ist nicht oben, sondern sie kommt ganz bequem nach unten, lädt die Leute auf und fährt wieder hoch. Und dann dreht sie sich und man kann von oben ganze Heide Park Soltau angucken. Und das mache ich jetzt. Das macht bestimmt Spaß und vor allem, ich kann dann wirklich alles fotografieren. Ja? Womit fotografieren wir? Das ist natürlich auch Geschmackssache. Ich würde auf jeden Fall versuchen, mit Weitwinkelobjektiv schöne Aufnahmen zu machen. Aber Panorama-Fanatiker können jetzt richtig schöne Aufnahmen machen, indem sie einfach Kamera auf Stativ stellen oder einfach so ganz ruhig stehen und mehrere Aufnahmen machen und die dann stitchen. Ja? Also so viel dazu. Und natürlich werde ich von diesem Pavillon jetzt auch Fotos machen, weil das gefällt mir total. Und hier ist Weitwinkel wirklich ganz gut angebracht. So, jetzt gucken wir mal die Einstellungen. ISO drehe ich mal auf 500, weil es ist nicht sehr hell. Ja. Blende setzen wir auf 6,3, 7,1. Belichtungskorrektur plus ein Drittel und dann kann es losgehen. Und da kommt schon die Plattform runter und wir fahren jetzt hoch. So, jetzt habt ihr gesehen, was im Heide Park Soltau alles zu fotografieren gibt, was wir für Möglichkeiten haben im Punkto Composing. Und ich freue mich natürlich auf eure Anmeldung. Ich freue mich, mit euch diesen Tag zu verbringen und wir werden auf jeden Fall viel Spaß haben und natürlich ganz tolle Fotos machen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Das war ja